Aber jede Lebensform, die sich umbringt, um sich zu vermehren, finde ich, ist schon ein evolutionäre Failure. Aber ja, ich weiß nicht, ob der noch lebt. Er sieht ziemlich tot aus. Die wollen einen manchmal aufessen, so ein bisschen an einem dran knabbern, so wie jetzt zum Beispiel. Ja, damit herzlich willkommen zu Subnautica. Ein, ja, eigentlich mittlerweile sehr altes Spiel, je nachdem welchen Maßstab man hat. Ich habe dieses Spiel selber auch schon gespielt, ich habe selber auch schon Let's Plays davon gesehen. Das heißt, ich kenne es eigentlich schon. Nichtsdestotrotz kam vor einiger Zeit, vor ein paar Monaten war das, glaube ich, ein großes Update. Vor allem was das Basebuilding betrifft in Subnautica. Und seitdem wollte ich es sowieso nochmal spielen. Und da dachte ich, nutze ich die Gelegenheit und werde auch nochmal für den YouTube-Channel die gesamte Story durchspielen. Warum nicht? Ich meine, ich kenne sie zwar schon, aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr gutes Spiel, eine sehr gute Story und es macht immer wieder Spaß, es zu erleben. Außerdem ist dieses schöne Feeling, in die ungewisse Tiefe zu tauchen, das verliert man nie so richtig bei diesem Spiel. Und ohne weitere Verzögerung tauchen wir doch auch direkt ein in die feuchte Welt von Subnautica. Wir spielen natürlich Survival, wir wollen das volle Feeling haben. Es scheint fast so, als hätte unser Schiff ein kleines Problem gehabt. Wir fliehen mit einer Rettungskapsel. Ja, das wird einem etwaige Kopfschmerzen bereiten. Ich weiß nicht, ob das da brennen sollte. Aber ja. Stammen wir uns im Feuerlöscher und machen wir das Feuer aus. Weil eventuell brauchen wir diese Rettungskapsel noch. Booting Emergency Mode. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Ich finde das gut, wie viel Vertrauen die in ihre Rettungskapsel haben, wenn Head Trauma ein optimal outcome ist. Nicht perfect, das weiß ich, hat sie gesagt, aber optimal. Ja, das heißt, man rechnet schon damit, dass jeder, der mit so einem Ding abstürzt, irgendwie Head Trauma erleiden wird. Wunderschön. Wir haben hier ein bisschen Essen und was trinken. Das nehmen wir auch direkt mal mit. Die Flares brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Für die Leute, die es nicht wissen, man kann sich entscheiden, ob man hier unten rausgeht oder hier oben. Und man bekommt eine einmalige Cutscene. Und die ist etwas anders. Ich entscheide mich mal für oben, weil ich die ehrlich gesagt schöner finde. So ein kleines Vögelchen vorbeigeflogen, wenn man das denn so nennen kann. Und da sehen wir die Aurora. Das Schiff, mit dem wir abgestürzt sind. Ja. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ja, es scheint so, als wären wir erstmal alleine. Der einzige Überlebende von keine Ahnung wie vielen, die auf diesem Schiff waren. Und wir gehen doch noch erstmal tauchen. E-Pearl, komm her. Wir haben hier verschiedene Fische, die wir fangen können, um unser Leben, um unser Überleben zu garantieren. Ja, außerdem haben wir einen Oxygen-Count, auf den wir achten müssen, den wir unten links in der Ecke sehen können. Unsere Aufgabe ist es jetzt erstmal, Ressourcen zu sammeln, komische Grafikbugs zu entdecken und irgendwie zu überleben. Ich weiß, dass wir am Anfang auf jeden Fall natürlich Titan und Kupfer brauchen. Außerdem ist es niemals schlecht, so Fische hier zu haben. Die Bladderfishes, Blasenfische hier, die geben uns Trinken. Die Piper sind die beste Food Resource, die wir kriegen können im Moment. Die sind aber auch etwas schnell. Da muss man schon ein bisschen Glück haben, dass man den erwischt, beziehungsweise ihn lange genug verfolgen. Wir suchen im Endeffekt so Limestones, wie einen, den ich gerade schon kaputt gehauen habe.
um im Endeffekt daraus Kupfer zu bekommen. Explodierende Fische, die heißen wir nicht gut. Ja, und im Endeffekt schwimmen wir jetzt hier so ein bisschen an den Korallenriffen entlang, ja. Ich kann sehr gut sprechen. Und suchen Ressourcen. Es gibt auch verschiedene Spawn-Orte für den Live-Pod. Und ich glaube, wir haben einen ziemlich optimalen bekommen. Weil wir hier an dieser großen Coral Tube sind. Und hier ist halt... Ja, wir brauchen unbedingt Kupfer, um zu überleben. Wir sind hier an dieser großen Coral Tube. Das ist einer der besten Resource-Punkte, sag ich mal. Weil man sieht, hier ist sehr viel Zeug drin. Ein bisschen Quartz, ein bisschen Limestone, wo wir Kupfer herbekommen, Titan auch. Nur leider, ja, haben wir nicht so viel Oxygen, dass wir lange unter Wasser bleiben können. Die Leute, die sich auch noch an die ersten Phasen von Subnautica erinnern, die wissen, dass die Oxygen-Warnung damals etwas nerviger war. Wir haben hier einen Fabricator und das ist im Endeffekt sowas wie unsere Crafting Bench, wo wir verschiedene Sachen craften können. Aber ich glaube, das Erste, was wir machen wollen, ist erstmal ein bisschen Essen und Trinken machen. Die Pieper wollen wir natürlich braten und die Blätterfische wollen wir natürlich zu Wasser machen. Ja, und uns wird auch schön erklärt, wie das hier alles funktioniert bei unserer AI. So, dass in diesem Spiel praktisch sogar eine richtige Logik steckt, wie das alles funktioniert. Ich finde das cool. So, wir können ja uns schon einen Standard O2-Tank machen. Können wir ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Und ansonsten, ich muss mal gucken. Wir wollen auf jeden Fall Tools haben. Wir wollen auf jeden Fall so einen Scanner haben. Dafür brauchen wir eine Batterie und Titan. Wir wollen ein Repair-Tool haben. Dafür brauchen wir das Cave Sulfur und Silicon Rubber. Wir wollen ein Messer haben, wofür wir auch Silicon Rubber brauchen. Ein Habitat Builder, aber der kommt ein bisschen später. Flashlight brauchen wir nicht unbedingt. Eine Batterie müssten wir ja eigentlich schon machen können. Genau, wir können Titan aus dem Scrap Metal herstellen, was wir gefunden haben. Kriegen wir auch direkt eine ganze Menge. Und wir können auch schon direkt eine Batterie machen. Die Acid Mushrooms habe ich dafür auch schon direkt eingepackt. Ja, und dann machen wir doch als erstes mal den Scanner. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology. Es ist nicht so ein ganz sinnvolles Tool direkt für den Anfang, weil es nicht viel bringt, so zum Überleben. Wir können aber sehr viel scannen und damit ein paar Informationen bekommen und das ist für die Story sehr wichtig. So, jetzt haben wir doch erstmal die Pieper. Ah, das ist jetzt auch neu. Diese grünen Balken hier dran, die zeigen, wie lange etwas haltbar ist. Weil Pieper und so vergammeln nach einer Zeit, logischerweise ist ja Essen. Und die Tools gehen nach einer Zeit kaputt, beziehungsweise die Feuerlöscher sind leer. Und ja, hier stehen natürlich auch Prozentsätze dran. Und das war damals, als ich das gespielt habe, die einzige Möglichkeit zu sehen, wann ein Tool kaputt oder leer ist. Beziehungsweise ich habe gelogen, die Scanner gehen natürlich nicht kaputt, die Batterie geht einfach nur leer. Und ja, das mit den grünen Balken ist ganz interessant. Am Oxygen Tank steht auch so ein grüner Balken dran. Das ist interessant, da weiß ich jetzt nicht, wie sinnvoll das ist. Ah, gucken, aber wir kriegen die Cutscene von unten sogar auch tatsächlich. Upp. Das ist erstmal, wenn man hier unten rausgeht. Ja, man sieht auch, wie der leer geht. Ja gut, ich weiß halt nicht, wie sinnig das unbedingt ist, weil ich weiß nicht, was es mir bringt zu wissen, dass dieser eine Oxygen Tank leer ist. Ich habe ja unten links die Anzeige, wie lange mein Oxygen allgemein reicht. Aber okay, nehmen wir einfach mal so hin. Ja, Cave Sulfur kriegen wir hier unten von den Viechern. Die sind natürlich nicht ganz so friedlich. Weil es, ja, suicidal Fische sind. Die sprengen sich selber in der Luft. Ich glaube, das Ganze funktioniert nach einer Logik, die, Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Die Viecher kenne ich noch nicht. Sind anscheinend auch neue Kreaturen mit einem Update dazugekommen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die funktionieren nach einer Logik, dass sie sich selber in der Luft sprengen und dann so Creeper-technisch Sporen an einhaften, um sich dann weiter zu verbreiten. Aber jede Lebensform, die sich umbringt, um sich zu vermehren, finde ich, ist schon eine evolutionäre Failure. Aber ja, wir können erstmal alles scannen. Das bringt nichts direkt, wie gesagt, Crafting-wise oder sonst was. Es bringt uns nur Informationen. Also wir könnten jetzt in unserem PDA hier nachgucken. Wenn wir auf Tab drücken. Ja, Blueprints. Hier Databank. Und hier haben wir halt Flora, Fauna, Coral. Es wird Mushroom. Können wir jetzt ganz viel drüber nachlesen. Mache ich nicht, weil ansonsten würde ich, glaube ich, in diesem Spiel nie fertig werden mit dem Lesen. Kann man auch alles im Internet nachschlagen, wenn man möchte. Wenn man diese Informationen haben möchte. Das, was ich aber in diesem Let's Play machen werde, ist Story-Elemente vorlesen.
Das heißt, alles, was wir so finden an Databank-Einträgen oder sonst was, werde ich vorlesen, damit wir wissen, was denn so abgeht und in was für einer Lage wir uns befinden, storytechnisch. Ich glaube, das kann ich auch schon direkt mal machen, wenn wir jetzt hier reingehen, weil ein paar Databank-Einträge haben wir schon. Um genau zu sein, Voicelog. Wobei die Voicelogs sind... Nee, gar nicht. Die Voicelogs sind das, was sowieso vorgelesen worden ist. Das heißt, das brauche ich nicht nochmal vorlesen. Haben wir dann überhaupt Databank-Einträge? Ich glaube tatsächlich nicht. Ja, dann nevermind. Dann habe ich wieder gelogen. Es tut mir sehr leid. Ich mache es nicht mit Absicht. Ja, wir können die Fische hier auch in der Hand halten. Die leben halt noch. Bisschen cruel. Ja, wir brauchen Silikon. Aber um an Silicon Rubber zu kommen, brauchen wir eine ganz gewisse Pflanzenart. Und die sollte eigentlich einfach zu entdecken sein, wenn wir welche in der Nähe finden. Denn die haben schöne leuchtende Elemente, Früchte an sich tragen. Nun ist meine Rendering-Einstellung nicht ganz so hoch. Das heißt, wir kriegen sie wahrscheinlich erst zu sehen, wenn wir ein bisschen näher ranschwimmen. Sieht man ja hier, rendert alles ganz rein. Weil ich muss leider sagen, Subnautica verbraucht etwas viel an Ressourcen. Und meine Grafikkarte macht Streaming mit Webcam und solche Spiele wie Subnautica leider nicht mit. Deswegen musste ich das alles ein wenig runterschrauben. In der Entfernung hören wir Reefbacks, die Monster der Tiefsee, wenn man so will. Also eigentlich sind es keine Monster, es sind Wale. So, und hier ist eine wichtige Funktion des Scanners. Wir finden nämlich manchmal so Blueprints. Und dann habe ich, glaube ich, auch gelogen, dass es wirklich Crafting nicht so sinnig ist. Ich muss erstmal wieder in Subnautica reinkommen. Es ist lange her, dass ich es gespielt habe, ja. Ich werde wahrscheinlich noch häufig lügen, indem ich total überzeugt von etwas berichte, was dann einfach falsch ist. Nee, wir finden manchmal so Überreste, so praktisch Fragmente von irgendeiner Technologie, die wir scannen können. Und wir müssen, ja, eine gewisse Anzahl von diesen Objekten scannen, um die Blueprints dafür freizuschalten. Gerade haben wir einen Beacon gescannt. Beacon tut das, was es sagt. Wir können Sachen markieren, wenn wir den irgendwo hinsetzen. Werde ich wahrscheinlich nicht ganz so viel nutzen. Ja, mal gucken. So, Silicon Rubber. Hier sind diese schönen leuchtenden Früchte, von denen ich gerade geredet habe. Creepvines. Können wir auch einmal scannen. Die Früchte selber können wir auch nochmal scannen. Und dann können wir ein paar davon einsammeln. Aus denen machen wir nämlich Silicon Rubber. Und das ist auch gut, eine gute Änderung, die sie gemacht haben. Es war nämlich früher so, wenn das Inventar voll war und man dann so Sachen eingesammelt hat, wie die Früchte oder auch andere Sachen, dann sind die einfach auf Boden gedroppt. Also man konnte nie wirklich aufhören zu sammeln von automatisch, sondern man hat einfach klick, 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 klick und irgendwann haben sich die Sachen halt einfach auf den Boden verteilt, wenn das Inventar voll ist. Jetzt sagt das Inventar, dass es voll ist. So verschwendet man auch keine Ressourcen. Das finde ich sehr gut. Weil anders als bei anderen Spielen sind hier Ressourcen wirklich limited. Also wir haben nur eine gewisse Anzahl an Titan, Kupfer, was auch immer. Wenn die aufgebraucht ist, ist es schwierig, an Neues zu kommen. Aber es gibt in dieser Welt mehr als genug davon. Also es ist nie so, dass man in Verlegenheit gerät, zu sagen, ach scheiße, ich habe jetzt keinen Titan mehr in der Welt. Es ist auch keine unendlich generierte Welt, deswegen ist es halt wirklich komplett limitiert. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt so viel in dieser Welt, dass man nie wirklich in Verlegenheit gerät, irgendwann nichts mehr zu haben. Es sei denn, man baut keine Ahnung was für Projekte. Aber dann sollte man sowieso in den Kreativmodus wechseln. Eben schon aufgrund der Tatsache, dass die Ressourcen andernfalls limited sind. Ja, wir können jetzt aus jeweils zwei von diesen Früchten zwei Silicon Rubber... Nee, aus einer Frucht können wir zwei Silicon Rubber herstellen, so rum. Ja, und so wie das bei interstellaren Reisen ist, wir erzeugen sehr viel Radiation mit unseren Antriebssystemen, den Fusion-Zeug, was auch immer. Und da das jetzt beschädigt worden ist bei der Landung, tritt ein wenig Radiation aus. Ist natürlich nicht gut. Aber was will man machen? Wir können jetzt erstmal ein Messer machen. Damit können wir uns ein wenig verteidigen. Weapons were removed from standard survival blueprints following the massacre on Abraxas Prime. The knife remains the only exception. Das finde ich keine schlechte Einstellung. Aber das Messer brauchen wir natürlich, um uns gegen gefährliche Monster zu verteidigen, sofern es denn möglich ist. Aber auch eher, um Pflanzen oder sonst was zu beschneiden. Repair Tool, ganz wichtig. So, Inventory. Jetzt können wir auch mal ein bisschen durch die Gegend ziehen. Das Messer habe ich gerne auf der 2, den Scanner auf der 1. Ja, das Repair Tool packen wir jetzt erstmal auf die 3. 1 und 2 werden wir wahrscheinlich nie austauschen, weil das sind so Sachen, die man immer braucht. Scanner und Messer. Aber Repair Tool werden wir nicht durchgängig brauchen. Das wird später ersetzt durch andere, ja, Tools. Genau.
Das war die Stromversorgung, die wir hier gerade repariert haben. Also im Endeffekt den kompletten Live-Pod. Und hier haben wir ein Radio. Und das Radio, das reparieren wir jetzt auch. Und ja, anscheinend haben wir sogar direkt Nachrichten. Ja, also es scheint auch ein Signal zu senden, aber wir können eben auch Signale empfangen. This is Aurora. Distress signal received. Rescue operation will be dispatched to your location in 9 hours. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Okay. Wir haben auch einen Medical Fabricator, der... Das ist tatsächlich einer der wenigen Ressourcen, von denen wir unendlich viel haben. Es dauert nur ein bisschen, bis die halt hergestellt sind. Okay. Das ist sowieso nur zum Healen. Brauchen wir jetzt am Anfang nicht, deswegen packe ich es auch erstmal hier rein. Ja, grundsätzlich können wir eigentlich das Essen auch erstmal da reinpacken, aber auch mehr als genug von. Stiepieper. Ah, hier haben wir einen Old Cooked Pieper. Der ist schon nicht mehr so nährreich. Aber ja, wir können leider nicht direkt aus den Kisten heraus essen. Wir müssen dann immer erstmal nochmal das Inventar öffnen. Wasser ist eigentlich tatsächlich einer der wenigen Sachen, die nicht ablaufen können. Von daher können wir auch ruhig mal ein bisschen was hier für den Notfall einpacken. Feuerlöscher brauchen wir auch erstmal nicht. Das Wasser wird hoffentlich nicht brennen. Jeder, der schon mal den Multiplayer-Mod gespielt hat, weiß, dass das auch anders sein kann. Aber das ist sowieso ein Feuer, das man nicht löschen kann. Im Moment haben wir kein direktes Ziel, außer das zu tun, was wir wollen. Und das wäre für mich jetzt erstmal irgendwie versuchen, einen Habitat-Builder zu craften. Beziehungsweise vielleicht auch erstmal, ach guck mal, Fins können wir sogar schon direkt. Und ein High-Capacity O2-Tanker. Ich glaube, das wäre das nächste Ziel. Dafür brauchen wir Glas. Das könnten wir schon machen. Das können wir aus Quartz machen. Und ja, das Einzige, was uns dafür fehlt, ist Silver Ore. Fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. For your safety, this setting cannot be overridden. Ja, und das erklärt auch, warum irgendwie der Fabricator nur Sachen herstellen kann, die komischerweise zu einer Ocean-Welt passen. Das ist halt alles in der AI drin. Hier haben wir noch mehr von diesen Explosionsfischen. Mal ein bisschen austricksen. Limestone Chunks. Ja, der Scanner zeigt doch immer an, wenn wir etwas noch nicht gescannt haben. Oder wenn etwas scannable in der Nähe ist. Oh, ein Creature Egg. Ja, mit Creature Eggs können wir jetzt im Moment noch nicht so viel anfangen. Deswegen lasse ich die erstmal liegen. Im Endeffekt wäre es für mich jetzt nur eine Platzverschwendung, die mitzunehmen. Aber die haben hinterher eine ganz interessante Funktion. Wir wollen Silber. Oh, wir wollen Silbererz finden. Rain Corals, die geben ein wenig Luft. Silbererz bekommt man etwas tiefer. Also man sieht ja auch oben, dass wir gerade 46 Meter tief sind. Auf dieser Höhe findet man in erster Linie nur Limestone. Und wenn man etwas tiefer taucht, dann findet man auch noch andere Stones. Zum Beispiel Sandstone. Und in diesem können wir dann eben auch Silber oder auch Golderz finden. Wenn wir zwischendurch noch ein bisschen gucken, dass unser Inventar nicht voll ist. Ja, und hier sind so Kisten oder manchmal auch so Überreste von der Aurora. Und in diesen sind immer schöne Sachen drin. Zum Beispiel so ein Tea-Glide-Fragment. Das ist eine Möglichkeit, sich dann schneller vorzubewegen. Ja, und man sieht auch auf einmal, wenn man nach oben guckt, wie tief man dann auf einmal getaucht ist. Man muss natürlich auch immer berechnen, dass man ein bisschen Zeit braucht, um wieder aufzutauchen. Und in der Zeit könnte man eventuell ertrinken. Die Aurora ist schon ein schönes Schiff. Hier haben wir überall noch nur Limestone, deswegen wir müssen eigentlich mal ein bisschen tiefer tauchen. Oh Gott, und hier sind ganz viele von den Explosionsfischen. Aua. Ich glaube, ich habe nicht das... Ne, das Health-Kit habe ich jetzt nicht mit. Okay, ich sollte mich aus dieser Dings rausziehen, weil... Die kann man im Endeffekt auch ein bisschen austricksen. Ist in dieser Höhle jetzt aber ein bisschen schwer, weil die schwimmen extrem schnell auf einen zu. Die sind aber auch nicht so wendig, das heißt, sie können nicht so schnell abbremsen. Und man kann halt einfach praktisch ihnen entgegenschwimmen und dann an ihnen vorbei und die haben dann keine Möglichkeit, so schnell umzudrehen. Das Problem in dieser Höhle ist, wenn ich das da probieren würde, würde ich... wahrscheinlich drei weitere auslösen und ja, es wäre so eine Kettenreaktion und bis ich dann alle in die Luft gejagt habe, bin ich dann wahrscheinlich auch schon ertrunken. Ja, wir finden nicht unbedingt in jeder Box etwas, aber in den meisten. Hier haben wir eine Mobile Vehicle Bay Fragment.
Und ja, im Endeffekt, wir schwimmen jetzt erstmal rum und scannen ganz viel Zeug. Und dabei suchen wir nach Silber. So, den Ziehgleiter haben wir jetzt auch schon freigeschaltet. Können wir gleich mal gucken, was wir genau dafür brauchen. Wir finden jetzt auch noch mehr Fragments davon. Also es gibt nicht nur die benötigte Anzahl von Fragments. Das wäre natürlich auch ein bisschen ätzend ansonsten. Aber wenn man weitere findet, wie zum Beispiel hier, kann man die einfach scannen und kriegt dann stattdessen Titan dafür. Was ich sehr cool finde. Also so sorgt das Spiel halt auch dafür, dass wir mehr als genug Ressourcen haben. Hier haben wir Salz. Das braucht man in erster Linie zum Fermentieren von Fischen, also von Essen, damit die länger haltbar gemacht werden können. Aber das mache ich eigentlich nie, weil, ja, ich werde später nochmal erklären, warum, wenn wir an diesem Punkt sind. Gut, hier haben wir dann auch schon so ein paar Gegner. Genau, und hier zeigt jetzt auch das Spiel an, wir können die Pflanzen mit dem Messer hauen und kriegen dann nichts, weil unser Inventar voll ist. So, und wenn wir dann aber ein bisschen was getrunken haben und wieder Platz im Inventar haben, können wir auch einmal hier draufhauen und kriegen dann eben so Creepvine-Samples. Davon bräuchten wir aber tatsächlich zwei. Deswegen droppe ich mal ein paar Mushrooms, weil davon finden wir später noch genug. Ja, ich könnte den rohen... Ja, ich esse mal den rohen Peeper, einfach damit er mal aus dem Inventar raus ist. Dann kann ich noch ein Creepvine-Sample mir holen, weil ich ein zweites brauche. Der Silbererz haben wir jetzt noch nicht so viel gefunden. Da springt ein Pieper rum. Aber das macht nichts. Wir müssen erstmal zurück und ein bisschen abladen. Und da merkt man auch mal, wie schnell man überhaupt weit weg von dem Livepod schwimmt. Wir sind halt nur so ein bisschen rumgeschwommen. Und wir sind schon einfach 200 Meter vom Livepod entfernt. Man verliert hier echt ein bisschen schnell, nee, nicht die Orientierung, aber das Gefühl für Distance in diesem Spiel. Leider Fisch können wir auch noch scannen. Ich weiß auch nicht, warum ich alles kennen will. Das ist irgendwie so ein bisschen OCD-mäßig. So, und jetzt können wir aus diesen zwei Creepvine-Samples Habermesh craften. Genau, das Scrap Metal zu Titan umwandeln, das Metal Salvage natürlich. Wir können jetzt auch ein Titanium Ingot craften. Aber es ist leider nicht möglich, das wieder zurück zu craften. Das heißt, es würde zwar viel Inventarplatz sparen, aber ja, geht halt nicht mehr zurück. Wobei, ja, wir sind eigentlich noch relativ am Anfang. Wir haben noch sehr viel Titan in der Nähe. Von daher können wir das mal machen. Hier rechts sehen wir jetzt das Symbol, das Radio-Symbol praktisch, dass wir eine neue Nachricht haben. Und die hören wir uns auch gleich mal an. So, Radio, was hast du denn? This is LifePod 3, uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Ja, wir haben eine Nachricht von anderen Survivors. Ja, da können wir doch direkt mal hin und gucken, ob wir ein paar Freunde finden. Ich kenne das Spiel natürlich schon, habe ich ja von Anfang an gesagt. Aber ich werde mein Bestes tun, die Story nicht zu spoilern. Ja, ist auch 300 Meter ungefähr entfernt, da wir ja schon 250 Meter ungefähr entfernt waren vom Livepod. Sollte das für uns auch nicht so was ganz Neues sein. Rabbit Ray. Ich frage mich auch, wer die ganzen Viecher hier benannt hat. Wenn wir sie offensichtlich scannen und es mehr oder weniger ja unbekannte Lifeformen sind, aber alles hat einen Namen. Ich weiß nicht, ob wir uns das so ausdenken in dem Instant, wo wir es halt sehen. Ja, hinter uns ist auch ein Stalker. Das sind diese komischen Fische da unten, die greifen tatsächlich an. Aber sofern man durchgängig in Bewegung bleibt, können die einen eigentlich nichts tun. Deswegen mache ich das auch häufig, dass wenn ich irgendwas mache, einfach so ein bisschen hin und her schwimme, weil dann können die Stalker mich einfach nicht angreifen. Manchmal, wenn man das hört, dass die beißen, schnappen sie auch einfach nach irgendwelchen anderen Fischen. Also ja, die suchen halt auch Futter. So, hier ist LifePod 3. Der sieht ehrlich gesagt nicht so gut aus. Und Survivor sehe ich hier jetzt auch nicht. Das, was man hierbei bedenken muss, ist natürlich, der hat den Distress Call abgesendet, als sie angekommen sind. Das heißt, wir receiven die nicht in dem Moment, wo die ankommen, sondern unser Radio scannt nach Signalen, die durch die Luft schwirren. Das heißt, ja, der ist natürlich nicht erst gerade eben hier gelandet. Wäre ein bisschen komisch, dass wir hier etwas verpasst hätten. In der kurzen Zeit. Hier unten ist auch noch ein Beacon, glaube ich, oder? Sehe ich das richtig? Nee, Seaglide. Das ist Seaglide Fragment. Nehmen wir trotzdem mit. Für Titan. Titan! Jetzt haben wir aber Data Bank, Data Downloads, Aurora Survivors, LifePod 3 Crew. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the LifePod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Jo.
Ich brauche es anscheinend nicht mal vorlesen. Ich weiß nicht, es wird bestimmt noch Sachen geben, die ich vorlesen muss. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, dass es nicht alles ein Voice-Over hatte, aber wir schauen mal. Vielleicht hat sich das mittlerweile ja auch schon geändert. Aber ich werde auf jeden Fall alles vorlesen, was nicht vorgelesen wird. Wir suchen immer noch nach Silbererz. Und hier haben wir ein größeres Stück von der Aurora, das abgebrochen ist. Wir holen einmal kurz Luft und gucken uns das dann genau an. Aber hier sieht man eigentlich schon, diese Tür benötigt, ja, ein anderes Tool, um sie zu öffnen. Kommen wir gerade noch nicht rein. Manchmal haben solche Türen auch Nebeneingänge. Aber hier ist das jetzt anscheinend nicht der Fall. Wir sind mittlerweile 400 Meter vom Lifepod entfernt. Und ja, es ist schon so ein bisschen gruselig hier rumzutauchen. Wenn man auch weiß, dass ja, es geht hier immer weit herunter, ey. Dieses typische Gefühl, im Meer zu sein und nicht wissen, was unter einem ist. Das hat man hier sehr häufig in diesem Spiel. Aber ich finde, das macht es auch irgendwie ein bisschen interessant. Oder gerade spielenswert. Dieser Nervenkitzel, den man dabei hat. Ist gerade auch Nacht, deswegen so viel zum Thema Flashlight wäre nicht nötig. Also im Normalfall ist sie nicht nötig, außer in der Nacht. Aber da unten sieht man ja gar nichts. Also ich weiß nicht, wie das im Stream aussieht, aber ich in meinem Spiel sehe gar nichts. Aber jetzt wird es auch langsam schon wieder Tag. Von daher tauchen wir mal runter. Und hier ist es zum Beispiel auch schon so ein Fall, wie tief es hier einfach runtergeht, ey. Oh, oh nee, hier sind nicht die. Die sind gefährlich. Auch Gegner, die einen angreifen können. Uah. Mich schauert da bei dem Gedanken, dass ich hier einfach so rumschwimme. Uah. Ich kenne das auch, ey. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Und hier haben wir ein Mobile Vehicle Bay Fragment. Davon fehlt uns jetzt nur noch eins. Oh, Ice Dog. Wir scannen hier einfach mal alles, was wir finden. Und hier haben wir Sandstone. Sandstone Chunk. Das sind die, die wir brauchen. Und mit etwas Glück haben wir hier kein Silber drin. Ja. Das ist halt genau das, was sie gerade sagt. Im Endeffekt ist das übersetzt, bedeutet das, Junge, hol dir eine Flashlight und guck, dass du genug Sauerstoff hast. Ja, wir haben Silber. Die Brain Corals sind auch super, um am Leben zu bleiben in diesen Höhlen. So, aber mir reicht jetzt nicht nur ein Silberstück, weil ich weiß, dass wir noch mehr brauchen. Wir haben auch Gold. Ist auch nicht schlecht zu haben, aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber erstmal ein bisschen Silber. Außerdem möchte ich mich auch nicht zu weit vom Lifepod entfernen, weil, ja, ich muss diesen ganzen Weg auch wieder zurückschwimmen. Deswegen gucke ich mal, dass ich eher so in Richtung des Lifepods suche. Da haben wir einen Sandshark. Die Viecher können irgendwie durch den Boden durchschwimmen. Aber da unten haben wir auch Sandstone. Es ist übrigens wirklich möglich, jedes Tier hier mit dem Messer zu töten. Aber einige Vieh und schon allein diese Viecher, das würde ewig dauern, sie zu töten. Ja, ich werde immer unterbrochen. Ja, wie gesagt, es ist möglich, jedes Tier mit dem Messer zu töten in der Theorie. Praktisch dauert das aber ewig und selbst wenn man es schafft, man hat nichts davon. Es ist nicht so, dass man die Viecher dann verwerten könnte oder so. Nur die Kleinen. Also ich könnte jetzt Pieper oder sonst was auch mit dem Messer töten. Ich glaube, die leben sogar schon noch. Rabbit Ray kann man, glaube ich, auch nicht einsammeln, wenn er tot ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Gary Fish töte, der ist jetzt tot, dann kann ich ihn einsammeln, wenn er nicht in der Creepvine hängen würde. Jetzt ein dummes Beispiel, ey. Aber dadurch kann man sie einfacher scannen, weil sie sich nicht mehr bewegen. Und wenn ich ihn jetzt raushole, weiß nicht, ob der noch lebt. Er sieht ziemlich tot aus. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Also ein Vieh mit dem Messer zu töten und es dann rauszuholen, ob es dann noch lebt. Weil es wirkt irgendwie unsinnig, wenn man die Viecher auch einfach so einfangen kann. Okay. Die Aurora gerät also gerade in Gefahr zu explodieren. Das ist nicht gut. Vorteil ist, wir haben gerade ganz viel Silber gefunden. Wir können auch ein bisschen Fibermesh craften, wo wir sowieso schon die Creepvine-Samples haben. Und jetzt können wir einen High-Capacity O2-Tank craften, indem wir erstmal noch ein bisschen Glas machen. Dafür brauchen wir Quartz. Das haben wir hier reingeballert. Und wir müssen unseren O2-Tank ausziehen, weil den brauchen wir auch. Und craften. Vorher konnten wir 75 Sekunden unter Wasser bleiben. Jetzt können wir Schlage und Schreibe. Das ist richtig. Wie geht das Wort nochmal? Ich habe vergessen, wie dieser Satz geht.
Schlage und schreibe richtig? Das hört sich irgendwie falsch an. Sage und schreibe, so, meine Güte. Ich wusste doch, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt können wir sage und schreibe 135 Sekunden unter Wasser bleiben. Das ist wunderbar. Hat sich fast verdoppelt. Und jetzt wollen wir einen Habitat-Builder bauen. Dafür bräuchten wir ein Wiring-Kit, eine Battery und ein Computer-Chip. Ein Wiring-Kit können wir aus zwei Silber craften. Das können wir auch schon mal direkt machen. Dann haben wir das schon mal. Für einen Computer-Chip brauchen wir ein Gold. Das haben wir auch. Wir brauchen Copper-Wire. Das können wir auch machen. Und wir brauchen zwei Table Coral Samples. Wir brauchen allerdings auch noch zwei Asset Mushrooms für eine Batterie. Und die Coral Samples, das sind die hier. Können wir auch eben mal scannen. Haben wir noch nicht. Können wir einfach mit dem Messer abhauen. Zack, zack. Dann können wir die Batterie craften. Können wir den Computerchip craften. Und dann können wir den Habitat Builder craften. Und wir haben einen Advanced. Is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Und wir haben ein Advanced Wiring Kit freigeschaltet, weil hier schaltet man viele Blueprints auch frei, indem man einfach die ja erforderlichen Ressourcen dafür craftet. Aber gut, das brauchen wir im Moment noch nicht. Wir können ein Seaglide craften. Dafür brauchen wir Battery, Lubricant, Copper Wire und Titanium. Mobile Vehicle Bay sind Ingredients unknown, weil uns dafür eben noch ein Blueprint-Teil fehlt. Ja, den Seaglide könnten wir aber schon machen. Dafür bräuchten wir halt noch mehr Kupfer. Eine Batterie und Lubricant bekommen wir auch aus dieser Frucht, aus der wir hier Dingsabumster craften. Silicon. Silicon Valley. Mit dem Habitat Builder können wir jetzt Rechtsklick machen und ja, könnten aus all dem ein Habitat bilden. Da fangen wir mit einer Foundation an, die wir nicht unbedingt bräuchten. Wir brauchen keine Foundation, um ein Habitat zu bilden. Aber die Foundation sorgt dafür, dass das Habitat stabiler ist. Also im Endeffekt, ich gucke auch gerade mal hier, weil es soll ja sehr viel dazugekommen sein. Davon sehe ich jetzt erstmal spontan nichts. Aber vielleicht schalten wir das auch noch mit der Zeit frei. Ja, also es herrscht halt hier logischerweise Druck unter Wasser. Das ergibt ja Sinn. Und dieser Druck, den muss man irgendwie ausgleichen. Je tiefer man ist und je größer die Base ist, desto mehr Druck wirkt praktisch auf die Base ein. Ergibt ja auch alles Sinn. Und dementsprechend muss man Reinforcements bauen. Und eins von diesen Reinforcements ist eben eine Foundation. Deswegen fange ich damit immer gerne an, weil man dann erstmal auch eine gute Grundlage hat, um überhaupt mehr bauen zu können. Jetzt ist es auch nicht so, dass wir so viel oder so eine große Base am Anfang benötigen würden. Aber so eine kleine ist schon mal nicht schlecht, schon allein um ein Lager zu haben. Es ist sowieso sinnvoll, später mehrere Basen zu haben. Oh, Stalker, der ein bisschen Metal Salvage klaut. Ja, die nehmen das gerne in ihr Maul und spielen damit. Und das Ganze hat auch sogar einen Sinn. Spieltechnisch. Und da hat man es auch gerade schon gehört. Es hat nämlich so einen Knack gemacht. Dem ist jetzt nämlich ein Zahn ausgefallen. Und den nehmen wir auch direkt mal mit, weil davon brauchen wir hinterher richtig viele. Die findet man nicht so häufig. Deswegen immer, wenn man Stalker tief sieht, sollte man sie auf jeden Fall mitnehmen. Da ist noch einer. Die haben, glaube ich, eine, weiß nicht, so und so viel prozentige Chance, einen Zahn zu verlieren, wenn sie so ein Ding ins Maul nehmen. Genau, ich wollte Früchte mitnehmen, weil wir Lubricant machen wollen. Da ist noch ein Tief. Oh, wir finden jetzt sogar tatsächlich sehr viele. Es kann auch sein, dass meine Erinnerung daran ein bisschen getrübt ist, wie wenig man findet, weil letztes Mal habe ich Subnautica im Multiplayer gespielt. Und da funktioniert das alles sowieso ein bisschen anders. Also eigentlich nicht, aber der Multiplayer-Mod ist halt sehr buggy. Und durch die Bugginess ist, sind da manche Sachen komplizierter, andere einfacher. Aber ja, das ist ein komplett anderes Thema. Ich finde es ein bisschen schade, dass Subnautica keinen eingebauten Multiplayer hat und die Developer sind auch strikt dagegen. Einfach aus dem Grund, und das kann ich auch völlig nachvollziehen, weil es sehr kompliziert ist, sowas einzubauen. Was man eben an diesem Mod auch sieht. Ich bin froh, dass es diese Mod überhaupt gibt, weil sie macht dennoch Spaß, aber sie ist halt sehr verbuggt und je länger man spielt, desto buggier wird sie auch. Da, wir können Lubricant machen. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Dann habe ich ja gesagt, wir brauchen noch eine Batterie. Diese Stalker, die verfolgen einen sehr viel und wollen einen halt aufessen. Aber eigentlich sind es so eine Mischung aus Hai und Delfin. Die sind sehr verspielt. Und die sind natürlich auch böse. Die greifen einen häufiger mal an. Aber man sieht ja eigentlich tun die nichts.
Die wollen einen manchmal aufessen, so ein bisschen an einem dran knabbern, so wie jetzt zum Beispiel. Aber dann schwimmt man einfach so ein bisschen um die herum. Und, ja. Die tun eigentlich nichts. Er ist so ein bisschen so, als würde man sich einen wilden Wolf als Haustier halten. Man sollte vorsichtig sein, aber man kann ihn auch dressieren. Die kann man jetzt nicht dressieren, das wollte ich damit nicht sagen. Weil kann man sie dressieren? Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Was ist mit diesem Fisch? Der ist rotten. Ja, den sollte ich nicht essen. Ich weiß nicht, kann ich den noch kochen? Wird er dadurch besser? It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survived this way for millennia. You can too. Okay. Nein, ich glaube sogar, es gab eine Möglichkeit, die Stalker zu dressieren. Also ich glaube, das gibt es sogar echt. Ich weiß gerade nur nicht mehr wie. Und das war auch nur zeitweise, aber naja. Ja, Radio Message. Pod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Okay. Ja, davon haben wir jetzt kein Signal bekommen, einfach aus dem Grund, weil, wie es schon die Stimme gesagt hat, es ist corrupted. Aber wir haben Codes und Clues. Das heißt, wir wissen, Lifepod 6 Transmission Origin. A distress signal has been received from Lifepod 6, but the attached coordinates were corrupted. Last available photographic data has been downloaded and analyzed. Crew requested assistance navigating radiation sunk to approximately 100 meter, located in an area dense with red grass, near a number of natural arches and rock stacks. Transmission origin approximately 400 Meter west northwest of Lifepod 4, last known location. Sind wir Lifepod 4? Oder ist Lifepod 4 ein anderes? Wir sind Lifepod 5. Okay. Ja gut, ich weiß auch nicht, wo Lifepod 4 ist, also. Aber wenn wir Lifepod 4 irgendwann finden, wissen wir, es ist ungefähr 100 Meter davon entfernt, ist Lifepod 6. Ja. Hier sehen wir eine schöne Begebenheit. Hier ist nämlich ein riesiger Mond oder vielleicht sogar ein anderer Planet, der diesen Planeten hier umkreist. Auch nur in der Nacht zu sehen, was bei dieser Größe eigentlich merkwürdig ist. Also man müsste meinen, so ein großer Orbital-Gegenstand, Orbital-Item, was auch immer, sollte eigentlich auch tagsüber zu sehen sein. Vor allem, wenn man überlegt, dass unser Mond, selbst der manchmal tagsüber zu sehen ist, wenn das Licht richtig auf ihn fällt. Ah. Überleben. Gibt wichtigere Sachen gerade. Aber ja, wir hinterfragen jetzt mal nicht weiter. Gut, ich wollte einen Seaglide craften. Lubricant haben wir. Wir brauchen Copperwire. Und eine Batterie. Eine Batterie haben wir hier. Haben wir noch Kupfer hier. Wir haben noch Kupfer hier verstaut. Das heißt, wir können auch noch einen Copperwire machen. Und dann können wir einen Seaglide craften. The Seaglide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Ja, können wir machen, müssen wir nicht. So, ich craft mal noch ein bisschen Silicon und Lubricants, einfach damit wir Inventarplatz sparen. Weil diese Berries, sie nehmen schon sehr viel Inventarplatz weg, nämlich 4 Plätze. Während Lubricant und Silicon nur 1 bzw. 2 wegnehmen. Weil man ja aus einem Creepvine Seed Cluster 2 Silicon Rubber herstellt. Und aus einem jeweils auch ein Seed. Ein Lubricant. Whatever. So, ja, die können wir hier verschauen. Und bei dem Seaglide, das ist so ein. Ja, er nimmt halt 6 Plätze weg. Dafür ist man relativ schnell unterwegs. Ist aber auch sehr schnell leer. Und deswegen crafte ich auch nie eine Flashlight, weil der einfach eine eingebaut hat. Deswegen sehe ich so nicht den Sinn dahinter, Flashlights zu craften, wenn man auch einfach den Seaglide rausholen kann. So, wir können mal gucken, ob wir schon mal so eine Tube bauen kann. Mich kotzt ein bisschen an, dass man die nicht zentriert da drauf packen kann. Sieht halt sonst einfach scheiße aus. Aber gut, die andere Sache ist, wir können zwar diese Tubes bauen und wir können auch einen Eingang bauen und. Das bringt uns aber alles nichts, wenn die Base keinen Strom hat. Denn die Base braucht Strom,
um Oxygen zu kreieren. Und für Strom haben wir im Moment nur die Solar Panels, ja, zur Auswahl. Und dafür brauchen wir Quartz, Titanium und Kupfer. Und ich meine, das müssten wir sogar craften können. Ich glaube, davon haben wir noch alles genug. Und wir kriegen auch schon wieder eine neue Nachricht. Die flattern hier ja rein wie die Motten zum Licht.